Nach einem üppigen Mittagessen hat sich die typische Müdigkeit eingestellt und wir haben uns alle auf einen guten Kaffee gefreut. Sind wir da gesessen, ganz entspannt mit unserer Mercato-Tasse in der Hand, als plötzlich kreidebleich unsere etwas nervöse Frau B erscheint. Sie tänzelt umeinander mit einer leeren Zuckerdose in der Hand und wiederholt die ganze Zeit der Verzweiflung nahe. Es ist kein Zucker mehr drinnen, es ist kein Zucker mehr drin. Wie kann das sein? Heute in der Früh war die Zuckerdose noch voll. Schau, senkt das an, wo ist denn der ganze Zucker hin? Aber das ist doch nicht möglich. Ich spüre, wie sich die bei Frau B ja sehr bekannte Agitation auch auf mich übertrug und atme schon ganz tief ein und aus. Sie macht weiter, rennt um ins Miteinander, mit der Ruhe ist es aus, ich bin beim Explodieren. Frau B macht weiter. Und ich denke mir schon, was machen wir jetzt, dass ich jetzt meinen Kaffee weiter trinken kann, als plötzlich mit einer Engelstimme Frau S zu ihr spricht und einfach sagt, ja, aber ist ja nichts Schlimmes, ist ja egal, wenn die Zuckerdose leer ist. Frau B bleibt stehen, schaut ganz entspannt, ach so, ist das egal? Okay. Und verlass die Küche.